Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Resident Evil Village Demo, der sogenannten Castle oder Lost Demo. Und wir legen auch gleich los. Wie ich letzte Woche schon angekündigt habe, bin ich sehr gespannt auf das Hauptspiel. Mal sehen, was uns in knapp 2 Wochen erwarten wird. So, natürlich, diesmal werde ich die Helligkeit für das normale Demo-Let's Play natürlich anpassen. Habe ich letztes Mal leider nicht gemacht. Deswegen war es auch sehr, 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 sehr dunkel gewesen. Hat man auch nachdem YouTube das Ganze nochmal wieder komprimiert oder wie das Hammer heißt, gemacht hat. Deswegen war das auch arg verpixelt und verwaschen gewesen. Ich hoffe, dass ich das somit entgegenwirken kann, dass es so extrem ist dann. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich kann es dann leider nicht dann ändern. Das Original sieht dann, ich aufnehme, wesentlich anders aus. Also das sieht dann nicht so verwaschen und etc. pp. Aus. Aber ich habe es jetzt heller gemacht. Ich hoffe, es bleibt auch jetzt so gespeichert. So. Los geht's. Ja, wie immer haben wir, wie bei der letzten Demo, 30 Minuten Zeit. Mal sehen, wie ich mich schlagen würde. Gut. Ja, wissen wir Bescheid. Ethan vermutet, dass seine Tochter im Schloss sein könnte. Er betritt das unheilvolle Gebäude in der Hoffnung, sie dort zu finden. Doch er wird alles andere als herzlich in Empfang genommen. Da bin ich mal gespannt. Okay. Im Schloss nach Rose suchen. Ja, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr hell aus. Im Gegensatz zu letzten Demo da. Das kaputt machen. Okay, die Kerze können wir nicht kaputt machen. Sehr interessant. Weiß aus was auch immer für Material sind. Normale Kerzen würden garantiert kaputt gehen. Okay, was haben wir? Weinglas. Aha. Der Schätze. Ja, stimmt ja. Wir können ja wieder hier Schätze verkaufen an den Händler, wenn wir ihm begegnen, so wie bei dem aus Dorf aus Spanien da. Okay, verschwenden wir nicht uns die Schätze anzugucken, weil wir haben nur 30 Minuten Zeit. Okay, was haben wir hier? Gammeltes Obst. Lecker. Da kriegt man doch richtig Appetit drauf. Alles kaputt machen. Das wird mir Hauptspiel eine Freude, mal alles zu zerdeppern. Ich wollte gerade sagen, das Bild kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Sieht aus wie von den Gründern von Umbrella oder so. Aber wer weiß, vielleicht sind das ja auch die. Müsste sie nur vergleichen. Okay, hier ist nichts. Ja, hier kann man was. Draußen. Auch nichts. Ah. Okay. Ratten.
Schrott. Vom Hersteller natürlich. Noch nicht genug Teile. Mein Auge drauf. Okay. Jetzt habe ich vieles kaputt gemacht, aber noch nichts Wertvolles gefunden. Dietrich. Michael. Ich dachte, das geht irgendwie auf. Wo haben Sie Rose hingebracht? Müssen wir mehrere von diesen Dingern einsetzen. Hier kommen 4 rein. Hier kommen 2. Hier kommen 3. Und hier kommt noch eins. Okay. Was war das? Finde 4 Engel. Was? Engelanglitz. Und du wirst errettet. Ich guck mir jetzt mal hier unten um. Ich kann sagen, hier ist Blut. Out. Ende Zerstörungswut. Ein Mann, 3 Frauen, Marinda, treffen mit Lady, den Namen nicht aussprechen. Masku, glaube ich, die Masku oder wie auch immer. Der Duke Geschäftsgespräche. Der Duke, aha, 1. Februar. Das ist ja der Händler da. Geld regiert die Welt. Okay, kein Strom. Mission. Okay, die Tür ist zu. Hm.
anderen Seite verschlossen. Okay. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen, brauchst du irgendwas? Treffen wir den Duke doch noch in der Demo. Ah, ja. Okay. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Waren, Werkstatt, Einkauf. Alles hat seinen Preis. Ich bin mir sicher, man kann die Schätze auch wieder aufpimpen noch, damit sie noch mehr wert sind. Ja, man kann sogar seine Hilfsarzneien verkaufen. Aber warum sollte ich sowas machen? Schätze, ja, aber das andere noch nicht. Gesehen und gekauft. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Oh ja. Feuerkraft, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. So. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Feuerrate. Der hat aber Magenschmerzen oder so. Kein Wunder, wenn der so dick ist. Das Magazin. Moment bitte. Man kann alles. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Ah. Okay. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Ja, einen größeren Koffer können wir auch kaufen. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Nee, kann ich ihn nicht verwenden. Kommt der eigentlich hier rein? Hat einen großen Umfang. Okay, sehen wir uns mal beide um. Hier waren wir noch nicht. Pulver. Ach ja. Über im Kreis gelaufen. Super. Das hat's ja gebracht. Hier oben wollen wir hängen. Hm.
Mehr Munition. Rechts. Gehen wir noch oben oder gehen wir hier geradeaus? Machen wir das mal hier. Okay. Wir gehen mal hier rein. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Okay. Dann bleibt uns doch noch der Weg nur noch nach oben. Das passt. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich, schlitz dich auf und seh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Wieder noch. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Oh shit. Wenn der Gestalt, die sich befindet, dann kann man sie, glaube ich, nicht treffen. Würde ich mal annehmen. So wie man das aus anderen Teilen kennt. Bei anderen Gegnern, die man schon mal in anderen Spielen begegnet, die auch so eine Fähigkeit besitzen, dass man die in einer festen Gestalt nur treffen kann. Jetzt sind wir hier im Kellergewölbe. Da ist die große Lady. Boah. Dass sie überhaupt durch so eine Tür passt, ist ein Wunder. Bei der Größe. Mein lieber Scholli. Natürlich ist die Tür abgeschlossen. Schade, dass sie nichts gesagt hätte. Schade, dass sie nichts gesagt hat. Ich hätte mal die deutsche Stimme von ihr interessiert. Aber die hat man sich wohl für das Hauptspiel vielleicht weggehalten. Es sei denn, die taucht hier doch noch auf. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Hier keine Lampe anmachen, ne? Nein. Na gut, es geht ja noch. So. Okay. Ah, okay. Wie habe ich mir schon gedacht. Na. Mal. Was ist das für die? Na, komm schon.
Nun. So, da. Ich wollte schon sagen, der Boden oder die Decke? Ja. Ah, okay, danke. Jetzt wurde es doch recht düster. Und hier mal einen Kerker wohl. Das Blut. Na, Prost Mahlzeit. Hilf mir, Bruder. Genau solche Einblendung hätte ich mir bei DS Gone gewünscht. Wenn hier, wenn man solche Wände anguckt, dann einfach da unten steht, was das übersetzen bedeutet. Okay, Help Me Brother hätte ich auch noch gewusst, aber die meisten größeren Ansätze. Sie an. Bin ich das? Ja, ich bin das. Ich wollte gerade sagen, hier läuft doch irgendwas andersrum, weiß ich. Muss man ja auf alles gefasst sein. Ist doch irgendwas. Aber wo? Die Insekten hier? Das für Geräusche. Da ist was. Wo? Was war das denn für Kreaturen? Zombies? Oder sowas wie Ghouls? Oh.
Super. Okay, jetzt hätte ich die Rohrbombe wohl werfen sollen. Ja, ganz gut ab schon. Keine Munition mehr. Ich laufe hier mal durch. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Oh nein, ich will in deinem Blut baden. Ja, das will ich aber nicht. Nicht übel. Müde? Komm, ich helfe dir. Wie möchtest du sterben? Mit alter Mann. Ja, Schutzmunition, toll. Wo bist du hin, kleiner Mann? Wow, 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 wow. Ach, das ist schon das Ende der Demo gewesen. Ich bin nämlich nur weitergerannt, weil ich keine Munition mehr hatte. Und die Schrotflintenmunition hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. Okay. Ich muss ehrlich sagen, das ist mal was gewesen. Boah, also diese Demo hat es aber schon mal gewaltig in sich. Da war ja das mit der Blitz-Demo, also der Dorf-Demo, ja noch ein, na, sagen wir mal so, wie ein Spaziergang, ne? Uiuiui. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall sollten wir, ich schätze mal, bis dahin haben wir natürlich dann schon bessere Waffen und so, ne? Aber dann sollten wir uns auf jeden Fall gut gerüstet sein, bevor wir da uns dann in die unteren Gefilden gehen und so. Vielleicht ist es ja aber auch anders aufgebaut dann im fertigen Spiel. Kennt man ja so aus Demos, ne? Dass das dann ganz anders dann ist, ne? In den meisten Fällen. Ja, also ich bin echt gespannt, wenn es dann in 2 Wochen dann, also lang, also bald ist, dann, ne? Ja, Freitag in einer Woche ist es ja schon soweit, also kommenden Freitag in einer Woche. Aber ich freue mich schon tierisch. Ich freue mich schon tierisch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergehen wird. Ja, und wie ich ja bereits schon letztes Mal gesagt habe, werde ich das Ganze dann natürlich beim auf meinem Twitch-Kanal im Livestream präsentieren, damit ich das mit euch live erleben kann. Also, wer gerne dabei sein möchte, wenn es ihm nicht ausmacht, weil
weil er gerne sowas anguckt oder eben, weil er sich das selber noch nicht holen möchte oder aus welchem Grund auch immer. Der ist natürlich herzlich willkommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Ja. Ja, was bleibt mir noch anders zu sagen? Ja. Bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns und hören uns hoffentlich spätestens am 7. Mai auf meinem Twitch-Kanal. Der Link ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt mir jetzt schon folgen, damit ihr Bescheid wisst, wann das losgehen wird. Oder kommt auf meinen Discord-Server. Da seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand der Dinge. In dem Sinne verabschiede ich mich erstmal. Bleibt gesund. Und ja, bis demnächst. Euer Albert Wesker.